werde mal gucken, ob wir ein Hallöchen. Tickets hier. Ist ein bisschen über Kopf gestellt hier. Oder? Ich glaube, hier finden wir nicht so viel. Hier ist was. Ein Tropf zum Berg. Jo. Hat die Welt auf den Kopf gestellt. Maskottchen. So, wo finden wir denn hier überhaupt was? Da gibt es hier Sachen zu sehen. Den kleinen Teufel finde ich nur. Sieht aus. Der gibt's hier. Okay. Tack, 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 tack. Ein rhythmisches Klappen mit dem Auszeiger auf dem Bildschirm. Hier einfach mal die App. Sieht doch gut aus. Ein Bier extra. Kann man nicht. Ah, sehr gut. Oh, was bist denn du? Ein Sterblicher. Wo bin ich? Ah ja, ich erinnere mich. Ich wurde erstellt, um die Kerndatei zu beschützen. Es würde nicht gelingen. Aber das ist keine Kerndatei. Asimodus hat meinen Plan als Hüter eingenommen. Sterblicher. Solltest du Asmodeus auf deinen Reisen begegnen, sag ihm meinen Namen. Aha. Buer. Er wird wissen, dass ich noch da bin, dass da draußen bin. Und er wird wissen, dass die Rache naht. Buer ist mir sonst mehr. Nimm das als Bezahlung. Da geht's. Okay, wir haben Boa getroffen. Wir haben das Schloss. Falls wir die Kerndatei treffen, den Beschützer die Kerndatei. Dann sagen wir ihm Bescheid, dass wir Boa getroffen haben. Wo war das hier? Okay, ich weiß nicht, ob wir hier hin sollen. Ich glaube eher nicht so. Wir verlieren hier uns hier nichts. Wo hast du was für uns? Hier sind die XP-Lands. Okay. Hallöchen. Hier noch ein bisschen rum. Tja. Sekunde, warten wir, wenn noch die XP-Lands sind. Und noch hier vielleicht zum Anfang zurück. Was machst du denn hier? Die Ponyhügel. Nix. Rein gar nix. Hm.
Level. Neues Level. Du hast es geschafft. Das letzte Level. Na dann, Abenteuer. Los. Ich wollte einen größeren Spannungsaufbau. Aber nun bist du hier. So können wir auch einfach anfangen. Der letzte Gegner bin natürlich ich. Willst du verlieren, gehört deine Seele mir. Smiley. Ich verliere nicht. Ich habe es geschafft. Betrete dieses Portal zur Kerndatei. Feigling. Beatswoop, Lisa. Ein Weltraum. Was? Das war zu erwarten. Was? Was zum Fick? Hilfe? Wir müssen die Sachen zerstören, die uns angreifen hier. Währenddessen ihn noch angreifen. Und dann ist er... Verdammt! Ihm ins Gesicht schießen und hier... eine Sache, die er für uns vorbereitet. Zwischendurch mal wieder aufladen. Puh. So viel Laser haben wir nicht. Oh, verdammt. Kommt bis aus dem Boden heraus. Na. Ah, da müssen wir springen. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Meine Laser sind auch nicht aufgeladen. Ich muss springen. Zwischendurch mal ihn angreifen. Sonst werden wir hier nie fertig. Wir müssen ihn auch noch besiegen. Aha, okay, er wird immer leerer. Er schießt wohl Teile von sich ab. Niemals. Verdammt. Aber jetzt verkackt. Gibt's doch nicht. Verdammt. Springen muss ich. Verdammt, bin ich rausgesprungen. Eieiei. Finales Level. Ups. Siegt. Ja, verdammt. Hier ist die Stelle, wo wir drauf schießen müssen. Aufladen. Und hoch. Ziemlich verwirrend hier. Oh nein. Sylon zerstört. Auf mehreres achten hier. Verdammt! What the fuck? Das ist mein Level. Aufladen. Verdammt! Dürfen wir nicht fliegen, während er seine Faust hält. Puh. Na komm. Verdammt. Haben wir keine Energie mehr, sind wir runtergesprungen. Puh. Ziemlich viel Mausgedrücker.
schlagen. Kopf an der machen. An der Stirn weiter. So, und dann muss er auch noch springen. Jetzt! Verdammt! Am besten nicht gegen die Zacken ran. Ja, gut. Wenn die überhaupt noch irgendwie mitkommt. Bei dem, was hier passiert. Das ist für dich wahrscheinlich besser zu sehen als ja, für mich. Verdammt. Für mich sieht das alles so leicht aus. Wenn man es dann selber spielt, ist das alles etwas komplizierter als gedacht. So, ich muss hier gleich mal springen. Mal sein Hirn kaputt. Nein! Mach dein Hirn kaputt. Sein Hirn ist kaputt. Springen willst du nicht von mir? Gar nicht mehr. Ach so, sein Kinn. Na komm, das schaffen wir. Aufladen. Sein Kinn müssen wir zerstören. Hüpfen. Und hier. Sein Kind ist noch da. Jetzt nicht verlieren. Wir haben ihn gleich. Nice. Wir haben ihn. Sehr gut. Sieht doch gut aus. Lösch Kerndatei. Nein. Du wurdest in die Irre geführt. Du nicht, dass das Zerstören dieser Dateien dich davon abhält, Unreal zu spielen. Ja. Aber das Zerstören der Datei ist der einzige Weg, die Handlung voranzutreiben. Wovon sprichst du?